Oh, das ist so finster, ey. Das ist so bitterböse alles. So, Benny, bist du bereit? Ich denke, jetzt geht's zum Endspurt. Na dann, lass uns. Let's do it. Bin mal gespannt, wann wir da drüben in diese verkettete Tür ankommen. Das wird bestimmt der letzte Step sein. Was wir da wohl finden? Ob da die Leiche unserer Frau drin ist? Ob wir da tot drin sind? Vielleicht. Ob unser Kind da drin tot ist? Ich war... Was? Immer diese, warum? Oh. Bitte? Oh. We are running out of apples. Wir haben keine Äpfel mehr. Okay. Na denn, wenn's keine geringeren Probleme gibt. Ja, sehe ich auch eindeutig. Wir haben keine Äpfel mehr. Ich will gerne aus dem Haus einfach nur raus. Ja. Das wollen wir alle, Benny. Das wollen wir alle. Oh, shit. Oh, hier haben wir noch einen Zettel. Hm? Ja. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Okay. Ach, dieses schöne Bild wieder. Das ist auch echt freaky, oder? Wow. Was soll das denn sein? Brand alles und... Oh Gott. Schrecklich. Hat er am Ende einfach ein Feuer gelegt, oder? Ja, ja. Also es hat, muss ja sehr stark gebrannt haben, weil seine Frau wurde ja bei diesem Brand verletzt, gehe ich mal von aus. Okay. Okay. Das ist ja... Was? Oh, Scheiße. Was ist das denn? Was sehe ich denn hier? Was ist das? Ratten? Das Ratten von oben war, oder? Oh Gott. Nein. Oh, du Scheiße. Oh Gott. Geh Ratten hinterher. Krass, alle Ratten sind aus dem Gemälde geflohen. Nur diese. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Ja, das ist auch die Ratte, die vorhin irgendwie als Schatten abgebildet war, ne? Ich dachte, das wäre jetzt die Ratte gewesen, die uns den Weg gezeigt hat. Meinst du? Das kann auch sein. Ich hoffe nicht. Na, auf jeden Fall hat er seine Tochter anscheinend gerade hier zugeschissen. Oh, creepy shit. Ich laufe einfach durch, Benny. Zieht einfach durch. Nein! Siehst du, ach du Scheiße. Nein. Uncool. Bleib mal schön da hinten. Bleib mal schön da. Wie geht er? Nee, möchte da nicht drin, Benny. Oh, ist abgeschlossen. Oh, sind wir jetzt traurig. Dann müssen wir da hinten leider wieder raus. Ja, genau. Bleib. Oh, das sieht doch alles so dämonisch aus, so als wäre man nur auf Drogen hier. Gott. Mann, ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieses Spiel echt so heftig ist. Ich hätte auch gedacht, so das ist easy, let's play, machen wir locker flockig weg. Lass uns raus.
Aber nee. Fenster zu, Jan. Oh nein. Ist aber schöne, viele leuchtende Farben. Oh, okay. Na, das ist ja schön. Na, das ist ja schau. So, dann jump mal rein. Was? 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 Wie? Ich sehe nix. Geh einfach raus. Geh einfach raus. Oh je. Ich hau einfach, ich renn einfach weg. Was? Alter, ist denn das für ein schreckliches, schreckliches Haus? Warte mal, wir haben noch eine Grube gefunden, wa? Wie? Ja. Ich glaube, ich habe einen Termin vergessen. Ich glaube, ich muss nochmal weg. Oh Gott. Was? Was? Die hat da einfach bloß aus... Die hat da tief vergraben. Die Seemehle. Ja, aber warum? Das wäre auch geil, wenn du jetzt einfach so Fragen wie bei Phasmophobia stellen musst, so, wer bist du? Genau. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363 853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Was war denn die letzte Nummer vorhin, Benny? Ja, weiß ich nicht mehr, aber die ersten beiden waren auf jeden Fall 363 853. Ja, was waren das? 456 oder so? Das war eine sehr zusammenhängende. War das nicht 3535? Ah. So, was war das? 853. Ja, und war das nicht denn noch 8? Gehen wir auf 8? 5 6 jetzt weiß ich nicht, ob 3 oder 2. Ach, Achso, kannst du eine fehlt noch. Nein! Das war's nicht, aber also das Spiel kann ich jetzt hier nicht so zurücklassen irgendwie, also... Nee, also wir haben ja die 363 853, die habe ich mir ja aufgeschrieben. Wir müssen ja wahrscheinlich noch irgendwo anders jetzt einen Zettel finden, wo die restlichen... oder restliche Schnipsel zu finden ist. Das ist ja so abgerissen.
Also letztendlich waren es natürlich, ne, die Nummern, die Telefonnummern, die wir vorhin alle gefunden haben. Mhm. Aber, naja, wir haben es jetzt natürlich sehr okay. Können wir jetzt einfach weiterlaufen oder finden wir jetzt erst den Tipp? November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist das. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen und mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll. Sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Was hat unsere Frau geschrieben? Können wir das noch umdrehen? Nein, können wir nicht. Oh Gott, das ist... Ach, wir können jetzt nicht einfach diese Hexenbretter zurücklassen, ohne so... Oder finden wir jetzt noch hier irgendwas? Ich hätte gedacht, dass wir jetzt irgendwie noch die restlichen Zahlen finden. Ja, das hat sich eigentlich ehrlich gesagt umgehofft. Aber guck mal, wir können hier schon sehr weit laufen. Oh, nicht schon wieder das Kind. Nicht schon wieder das Kind und wahrscheinlich die Frau. Ich versuche mal einfach um die Ecke zu laufen. Weil ich denke, wenn ich hier jetzt hinlaufe, dass ich die trigger. Und hat er geil gemacht? No. Das ist wie zu einem Hund sagen, mach nichts und dann sich selber auf die Schulter klopfen. Man hier irgendwie noch Telefonnummern? Können wir jetzt hier zurück? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie. Ach, nein. Okay. Scheiße. Und? Kommt sie hier? Nee, da kommt doch keiner. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you. In all your sublime beauty, everlasting, immortal. Ja, das ist die Kette unserer Frau. Oh, 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 und wie Kritze und der Krake plötzlich hier wieder. Das hat dieser Geist um. Oh, ein heller, schöner Raum, ist der toll. Ist das mal schön, wird das danach nur umso schlimmer. Oh Gott. Oh Gott. So ein Herz. Oh Gott. Na endlich. Aber wir haben kaum noch Klopapier. Ist das aus Holz? Erstmal abziehen. Oh, die Decke könnte mal gemacht werden. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Das hört sich gut an. Ich glaube, die Frau hat... Oder die Tochter. Ne? Nein. Benny, du kennst meine Vorlieben in Horrorspielen. Okay, krass. Also du musst in dem Falle wahrscheinlich jetzt mal die Maus hier durchhalten. Oh shit.
ist jetzt gerade von alleine aufgetaucht. Okay. Ich mach's mal normal. Ja, ist natürlich sehr... Ja, es wirkte gerade sehr, sehr friedlich für mich irgendwie. Das ist natürlich halt auch sehr, sehr verführerisch. Okay, er triggert jetzt dadurch irgendwelche Erinnerungen. Das ist ja heftiger Shit, ey. So. Benny! Ja, toll! Ich hatte das jetzt bis auf die zwei, drei dissonant einsetzenden Töne gerade was sehr schön für mich. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream. Felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Hat sich hier sein eigenes Auge da ausgelöffelt? Oder ist das Auge von seiner Frau? Also wenn er schon so einen Scheiß macht, dann soll er das bitte bei sich selber machen. Oh, aber wer macht sowas? Wir haben das sind wir jetzt wenigstens Stück. Wieder im... Ja. Okay. Wir wurden gerade vom Spiel verarscht, Alter. Shit. Und nur schwarze Steine. Ah, okay, alles klar. Wir müssen die Steine wieder finden. Und es ist hier rattendunkel, Alter. Shit. Ich hoffe wirklich, es sind nur drei, die wir finden müssen. Da fies mir auf, wenn einer hier auf dem Boden versteckt ist, so. Zwischen den anderen. Das wäre wirklich... spielen? Ich kann Dame leider nicht. Ich glaube, wir können es auch nicht spielen. Oh je. Fehlt da das Auge? Sind wir das? Das ist natürlich möglich, wa? Abgedeckt, weil wir unser Auge rausgehauen haben hier, ausgelöffelt. Oh. Pervertierte Kinderzimmer wieder. Oh, eine tote Ratte. Oh, das ist so finster, ey. Das ist so bitterböse, alles. Oh.
Na, das war okay. Ein komischer Zug. Alter, wie oft fährt das Ding hin und her? Ach, das Ding wieder. Oh, nee. Was ist denn das? Kommt noch in die Flur und bürsten? Ja. Wirklich? Wieso bürsten? Wofür stehen denn die Bürsten? Bürsten und diese Steine. Ja. Windsteine? Also, ja, diese Spielsteine, ne? Genau. Heißt also, die Würfel stehen für das Kinderzimmer, wo unser Kind im Bett gestorben ist, wie die Ratte, und die Bürsten stehen für das Badezimmer, wo unsere Frau gestorben ist, oder was? Leute, wenn ihr davon irgendwie einen Plan habt, irgendwie, oder einfach nur an der Stelle irgendwo ein bisschen mehr durchsieht als wir, was sehr hoch, sehr wahrscheinlich ist, haut's in die Kommentare, bitte. Ja. Also, ihr durftet hier gar nichts machen. Ob wir wieder einen Spielstein suchen oder irgendwas? Wahrscheinlich irgendwie, aber... wo? Sehen tut gerade hier gar nichts. Oben an der Decke, da... Ich meine, es ist... Was? Da unten, da liegt das. Ja, aber jetzt musste ich, also wir mussten jetzt wirklich rausgehen und wieder rennen, um das jetzt zu triggern, oder? Dass alle oder? Sachen runterfallen, ja. Ich habe gerade noch gesehen, da... And my heart will go on, Alter. Okay, alles klar. Alles klar. Guck mal ganz kurz unten erstmal. Was sagen wir? Waren wir schon im Badezimmer? Ja, die hat okay. Genau schön abgeapfelt. Ich mach mal zu, das Ding. Da ist der Chip. Oder der Spielstein, besser gesagt. Okay, dann schauen wir nochmal. Bist du noch da? Ja. Oh, guck mal hier, eine schöne Puppenschale. Das ist aber schön jetzt. Da, das fängt immer bauen. Davor ist ein Spielstein. Den was? Ist doch nicht. Klar, alles schließt sich. Yeah. Zermürbend. Ja.
Da ist das da nicht auch noch ein Spielstein? Ja. Also, das sind eine Menge Steine, die jetzt hier aufgetürmt sind. Ja, ja, ja. Also, ich verstehe die abstrakte Sprache, die mir das Spiel jetzt hier aufzwingt, gerade nicht mehr. Irgendwie verstehe ich nicht, was das jetzt mit dem Damenspiel auf sich hat. Heute gibt's Häusersuppe. Was denn jetzt? Er dreht sich von alleine gerade? Sich jetzt immer von alleine. Okay, wo steht denn das Klavier? Ja, Benni, hilf mir mal. Ich weiß jetzt hier nicht, was... Da kommst du nicht hoch, ne? Nee. Wir gehen noch mal kurz da raus. Der letzte Stein. Wo ist das Klavier? Mal Top 5 sagen. Was? Okay. Jetzt ja, sind wir wieder bei uns im Raum. Alter, das passiert halt, wenn du dir halt einfach das Bein abschneidest und das Auge rausballerst und den Finger wegsäbelst und dein Blut malst. Okay, lass uns schauen, was bei rauskommt jetzt. Der letzte Step. Unsere Frau. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time. I almost had it!
das Haus, wie es eigentlich aussieht. Ah, also nicht quasi in unserer Psycho-Welt. Schlüssel. Ja, den Schlüssel braucht man für das Atelier. Müsste man sich... heftig. Alter, hast du gesehen, wie oft er schon versucht hat, dieses Bild zu malen? Okay. Schön. Also sehr schön. Das ist geil gemacht. Ja. Ja, das hat wirklich schön irgendwie. Ja, liebe Zuschauer, ich mache das jetzt hier so lange weiter, bis hier ein Ende des Buches da ist, weil ich finde, die Leute, die hinter diesen Spielen stehen, ja, die für uns meistens gesichts- oder namenlos sind, irgendwie finden hier mal ein bisschen Geltung irgendwie und ein bisschen Anerkennung. Und ich finde, das sollte man, diesen Moment sollte man ihnen auch zugestehen halt, ne? Weil die arbeiten lange und hart daran irgendwie, dass wir hier uns, ich sag mal, gruseln können und halt ein tolles Spielerlebnis haben. Und es ist toll, dass sie sowas einbauen irgendwie. Das ist schön, das freut mich für sie. Ja. Deswegen sollte man sich halt auch mal die Zeit nehmen. Und mal alle Seiten durchblättern. Hagrid! Okay. That's it. Können wir denn jetzt das Haus verlassen? Ja, verlassen wahrscheinlich nicht, sondern wir haben ja jetzt den Schlüssel nochmal fürs Atelier. Für unten. Ach scheiße, stimmt, da waren wir ja nie drin, ne? Wir waren ja nie da drin. Weil hier ist ja, genau. Hier war das, ne, wo wir die Zeit verlangsamt haben noch. Ach scheiße. Mhm. Okay. Let's go downstairs. Was denn nun? Hat jetzt gerade so nach rechts weggeguckt. Genau. Unser Atelier. Mit der leeren Staffelage. Aber da müsste noch jetzt der vervollständigte Brief zu finden sein, oder? Okay. Oh nein, das geht ja von vorne los. Ach scheiße, das geht ja von vorne los. Ja, voll, ein zweiter Durchgang. Schön, schön, schön. Oh, krass. Okay, Leute, das war Lea Sophia. Benny, sag mal was. Ja, ich bin ein bisschen traurig drüber, dass wir nicht alle Sachen gelöst haben, wie jetzt mit dem Ouija-Board und so den ganzen Kram und auch, dass wir uns jetzt am Ende nicht nochmal den Brief komplett angeschaut haben, wo ja immer wieder Wörter dazugekommen sind. Ansonsten war das Game an sich komplett krank. Also, kaputter geht's ja kaum noch. Also, so, ich hab nicht... Also, Horroraspekt ist mega, Atmosphäre mega. Ich werde davon Albträume haben, so ein bisschen. Und ja,
war dennoch spaßig, hat auch Spaß gemacht, mit Steven zu zocken. Bin ganz froh darüber, dass er spielen durfte und ich einfach nur, ja, einfach nur da saß und blöd quatschen konnte. Wobei so viel Quatschen war diesmal gar nicht. Aber ansonsten hat mir das Spiel an sich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, ja, war schön, war schön. Heftiger Shit. Richtig heftiger Shit irgendwie. Also, wow. Also hätte ich gewusst, wie das Spiel ist, hätte ich es schon früher gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie, ich hab nicht gedacht, dass das wirklich so ist, wie das jetzt war. Und das war sehr intensiv. Also, und da muss ich sagen, irgendwie, ich bin sehr froh, dass Benny jetzt mit bei war. Irgendwie. weil ansonsten alleine ist das schon... Wäre das wirklich schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Irgendwie so zu zweit kann man immer noch viel so ein bisschen über du weißt, dass der andere da ist irgendwie und du weißt, dass er dir noch zur Not irgendwie mit einem blöden Spruch zur Seite steht. So. Aber wenn du das alleine spielst... Alter. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ansonsten würden wir uns halt wirklich freuen, irgendwie, wenn ihr ein Abo da lasst, irgendwie die Glocke aktiviert, einen Kommentar unten reinhaut, ne? Und einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ne? Dann kann ich jetzt nur sagen, ciao.